die schlimmste Zeit in meinem Leben. Darum geht es in diesem Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Die schlimmste Zeit in meinem Leben, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, jeder Mensch hat wahrscheinlich in seinem Leben mehrere schlimme Perioden, mehrere gute Perioden, aber es gibt wahrscheinlich so auch in deinem Leben vermutlich ein paar Momente, wenn du da zurückdenkst, da ging es dir nicht so gut, da hattest du schlaflose Nächte, da hattest du Sorgen, da hattest du Unsicherheiten, vielleicht auch Ängste und natürlich gab es das auch in meinem Leben. Wenn ich mittlerweile schon einige Jahre zurückgehe. Damit du die ganze Geschichte verstehst, nehme ich dich mit auf einer kurzen Zeitreise und zwar in das Jahr 1992. 1992 habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann noch wenige Monate parallel auch in meinem Angestelltenverhältnis damals als Marketingleiter eines großen Konzerns gearbeitet, bevor ich mich dann entschlossen habe, ausschließlich mich meiner Selbstständigkeit hinzugeben. Und ich habe dann eine zweite Firma gegründet und diese Firma, die zweite, war ein sehr, sehr großer Erfolg nach kurzer Zeit. Ich habe mit einem Partner gemeinsam damals begonnen mit 2 Mitarbeitern. Nach wenigen Jahren waren es 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, erste Auslandsvertretung, zweite Auslandsvertretung. Wir haben also in Belgrad unser erstes Außenoffice gegründet, dann in Budapest. Und wir haben unser Geschäft faktisch hochskaliert, indem wir in einem Land nach dem anderen Filialen aufgemacht haben. Damals in einem speziellen Bereich der Wasseraufbereitung. Und ich hatte auch noch meine zweite Firma mit den Wintergärten. Und beides hat super funktioniert. Wir haben permanent expandiert. Und ich hatte sehr, sehr entspanntes Verhältnis zu meinem Banker. Ich kam ja selbst aus einfachem Verhältnis, deswegen habe ich sozusagen die Firma bei Null damals aufgebaut und langsam hochskaliert und habe sehr viel mit Fremdmitteln gearbeitet. Es war ein klassisches Business, das heißt, es war ein Business, wofür du Büros gebraucht hast, um dein ganzes Personal unterzubringen. Es war die Zeit, wo wir viel Geschäfte mit großen Konzernen gemacht haben, mit Multinationalen und unter anderem auch General Electric, Bayer Leverkusen und einigen anderen. Und da war es einfach üblich, um die Produktmanager, um die Leute, die die Vertretungen vergeben, zu beeindrucken, schöne Büros zu haben mit großen Marmorflächen, mit fatalen Besprechungszimmern. Und es war auch ganz normal damals, viele Vertriebsleute zu beschäftigen, einen eigenen Fuhrpark zu haben und all diese Dinge. Und tatsächlich hatten wir auch Lagervorräte in Millionenhöhe und unser Geschäft hat also nur mit Fremdkapital, um es mal auf den Punkt zu bringen, funktioniert. Und damals war in meinem Kopf noch Fremdkapital ausschließlich Bankenkapital. Und mir ging es privat eigentlich sehr, sehr gut. Ich hatte Haus am Stadtrand von Wien, wie man halt so das hat, mit schönen Garten. Und weil der mit 1200 Quadratmeter zu klein war, habe ich mir noch das Nachbargrundstück dazu gekauft mit nochmals 1000 Quadratmeter. Und ich hatte alles. Ich hatte Swimmingpool, englischen Wintergarten, bei der gleichen Firma bestellt, wo damals auch die Queen ihren Wintergarten her hatte, die englische. Sehr schönes Schwimmbad, wie gesagt, nur im Süden von Wien, also nicht hier auf Mallorca, also falsches Land, könnte man sagen, falscher Landstrich von der Jahreszeit her, kann man es dort zu wenig nutzen. Aber sonst ging es mir gut. Und ja, dann kam dieses Jahr 2001, an das du dich wahrscheinlich auch noch erinnern kannst, als am 11. September damals die beiden Flieger in New York in die beiden Towers gerauscht sind. Und ich weiß noch, ich war an diesem Nachmittag in meinem Office und meine damalige Sekretärin, das war das Büro in Wien, hat dann plötzlich laut aufgeschrien und es sind dann also sämtliche Leute aus allen Büros ins Besprechungszimmer, das gleich neben meinem Office lag, gelaufen und haben an einem Bildschirm an der Wand diese schreckliche Szene beobachtet. Und es ist uns ein bisschen so gegangen, wie es wahrscheinlich auch dir gegangen ist, als du das erste Mal in dieser Krise jetzt die Leute mit Masken rumlaufen gesehen hast. Am Anfang denkt man sich, das ist jetzt irgendwo nicht real. Und dann im zweiten Moment muss man realisieren, es ist doch real. Es ist also kein Horrorfilm. Und wie ging es dann weiter? Wir hatten wenige Tage später unseren jährlichen Banktermin. Und eigentlich war Banktermin immer etwas sehr Entspanntes, weil wir, wenn ich ein paar hunderttausend mehr gebraucht habe, habe ich zu meinem Banker gesagt, du, ich brauche ein paar hunderttausend mehr. Und man hat mir die einfach gegeben, weil ich ja gute Zahlen vorlegen konnte, weil ich gute Bilanzen vorlegen konnte, also alles, was man halt so braucht als Unternehmer. In dieser guten Zeit hatte ich aber natürlich auch von einem Jahr zum anderen mehr private Haftungen übernommen. Das heißt, ich hatte das zwar nie realisiert, aber
wenn ich mir dessen bewusst wurde, dass jetzt irgendwas schief gehen könnte mit der Firma, dann hätte das für mich privat auch das ausbedeutet, weil ob das jetzt das schöne Haus war oder die schönen Autos, eigentlich war alles nur geliehen, weil meine privaten Haftungen bei weitem das Vermögen, das Nettovermögen überstiegen haben. So, und jetzt war dieser Banktermin. Und der Banker fragt mich schon bei der Anmeldung, und das hätte mich nachdenklich stimmen sollen, darf ich unseren Riskmanager mitbringen? Und natürlich habe ich nicht Nein gesagt. Und ein paar Tage später ruft er mich an und sagt, übrigens, by the way, bei der Gelegenheit kommt mein Chef auch noch mit. Und ja, auch das hätte mir zu denken geben sollen, aber ich bin ja ein gastfreundlicher Mensch, habe mich gefreut, habe zu meiner Sekretärin gesagt, du, kauf ein bisschen Kaffee und Kuchen. Und wir machen so wie immer, wir laden die Jungs vielleicht dann noch nachher ein. Es wird so 2-3 Stunden dauern, bis alle unsere Führungskräfte alles präsentiert hatten, tolle Präsentation vorbereitet, dann Rundgang übers Gelände. Wir hatten ein großes Firmengelände mit ganzer Menge Lagerhallen, ganzer Menge Büroräumlichkeiten. Und natürlich war in der Regel der Banker beeindruckt, wenn das alles von Jahr zu Jahr größer wurde. Wir hatten das Nachbargrundstück noch dazu gekauft. Also nicht nur privat, sondern auch im Firmenbereich starke Expansion. Und ja, so war es geplant. Und, ja, und nachdem ich das realisiert hatte, dass er sich nicht abbringen lassen will, davon mit mir persönlich zu reden unter vier Augen, habe ich ihn eingeladen, kurz rüberzukommen in mein Büro. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an seine Worte. Ich kürze die ganze Geschichte jetzt ab. Ich war froh, dass ich gesessen bin und er auch. Seine Worte waren ungefähr dahingehend, Herr Misar, man hat mich zurückgeholt bei der Firma aus dem Ruhestand. Er war nämlich eigentlich schon im Ruhestand, weil wir hier gravierende Probleme zu lösen haben. Sie wissen ja, wie sich gerade die gesamte Weltwirtschaftslage entwickelt. Zusätzlich hat unsere Bank noch ein Problem, das mit dieser Situation nichts zu tun hat. War damals eine Situation, wo mehrere Politiker involviert waren und also sehr, sehr komplexe Geschichte, wo auch der Geschäftsführer dann Probleme bekommen hat. Und, sagt er, wir müssen ganz klar Kunden abbauen, wir müssen Liquidität aufbauen und ja, Herr Misar, wir beobachten Sie schon seit längerem, Sie machen das gut, was Sie machen, aber ich kann Ihnen leider nur eine schlechte Nachricht überbringen, Ihre Hauptkreditlinie bei uns läuft in knapp 12 Wochen, glaube ich, waren es, aus. Und ja, das ist ungefähr die Zeit, die ich Ihnen noch einräumen kann. Also um die 90 Tage haben Sie Zeit, sich eine andere Bank zu suchen. Als ich das gehört habe, in der Situation mit eigentlich guten Zahlen, als Unternehmer alles richtig gemacht, war mir auch das erste Mal bewusst, wie anfällig ich geworden war und wie verletzbar. Und ich wollte eigentlich nie von anderen Personen so abhängig sein. Und ja, ich musste das mal verkraften. Ich bin dann kurz noch in diese Besprechung. Wir haben das dann sehr schnell beendet, diese Besprechungsrunde. Ich hatte an diesem Tag nicht einmal den Mumm, das meinen Mitarbeitern zu sagen. Ich habe mal für mich realisiert, ich muss mal mich in mein Porsche setzen, irgendwo am Waldrand fahren und mal eine Stunde spazieren gehen, um runterzukommen und das mal zu realisieren. Und das Realisieren für mich war ganz klar, wenn das schief gehen würde mit diesen 90 Tagen, dann ist alles definitiv weg, alles, privat und geschäftlich. Meine damalige Beziehung war ohne dies in der Krise, es war mir also auch klar, dass die dann weg sein würde, was in dieser Situation allerdings jetzt nicht das Schlimmste für mich war, aber es war mir klar, mein Leben, mein bisheriges, alles, was bis dahin aufgebaut wurde, hängt sozusagen an einem seidenen Faden. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich kann dir nur empfehlen, in Krisenzeiten immer eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung war, ich werde das, was immer es kostet, schaffen. Ich werde das schaffen, dass meine Firma nicht pleite macht. Ich werde das schaffen, dass ich irgendwo eine Bank finde oder andere Geldgeber, um weitermachen zu können. Und das ist mir dann auch definitiv gelungen. Aber was ich damit sagen will, diese schwere Krise hat dann einiges ausgelöst bei mir. Und zwar habe ich dann diese 90 Tage sehr effizient genützt, sehr gut genützt, habe Mitarbeiter von mir darauf trainiert, zwei wirklich perfekte Präsentationen auszuarbeiten. Und nach jedem Bankentermin habe ich die Banker gefragt, okay, warum hast du abgelehnt unseren Antrag, damit ich wieder verbessern kann. Und ich habe es dann knapp vor Ablauf dieser Frist geschafft. Was aber dann bei mir in meinem Kopf passiert ist, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Und zwar, ich hatte keine richtige Lust mehr, so weiterzumachen wie bisher, weil mir war klar, ich bin in riesigen Abhängigkeiten von meinen Lieferanten, von der Bank. Und ich habe gesagt, okay, wie komme ich aus dieser Nummer jetzt heil raus?
Und heil raus war eben für mich dann die Definition, ich habe das Geld aufgetrieben, ich werde jetzt die Firma verkaufen und werde dann noch einmal beginnen, und zwar mit einer Sache, wofür mein Herz brennt. Du weißt schon, wovon ich spreche, das sind die Immobilien mittlerweile. Und ich werde es nie wieder mit den alten Fehlern machen, die ich damals begangen habe. Also keine finanzielle Abhängigkeit von Dritten etc. etc. Ja, also diese Story erzähle ich dir dann in einem anderen Video. Aber wir reden ja heute hier über Krisen und wohin führt das Ganze. Und deswegen ist das auch so wichtig, glaube ich, für dich, dass du die Krise als Chance betrachtest. Egal, ob du jetzt vielleicht deinen Job verloren hast, ob du vielleicht gerade Gefahr läufst, deine Firma, so wie ich damals Gefahr gelaufen bin, vielleicht zu verlieren. Mach das Beste draus, kämpfe, wenn es sich lohnt zu kämpfen, finde Lösungen, aber gesteh dir auch ein, manchmal gibt es auch einen Punkt, wo man angekommen ist, wo man sagt, besser nächste Stelle null herab und ein Neubeginn. Das musst du für dich entscheiden. Ja, du siehst also, manchmal ist die schlimmste Zeit in deinem Leben im Nachhinein die beste Zeit in deinem Leben, weil wäre diese Zeit damals nicht gewesen, hätte ich mir nicht alles in Frage gestellt wahrscheinlich. Ja? Also es kann schon sehr, sehr gut sein manchmal, dass Krisen auch etwas auslösen in unserem Kopf, dass Krisen auch uns bemühen sozusagen nachzudenken. Und jetzt will ich noch eine Sache mit dir teilen. Wie kam ich dann zu der Lösungsfindung? Ich hatte das ganze Ding dann abgeschlossen, also nach diesen 3 Monaten, und ich war wirklich platt. Also es war anstrengende Zeit. Ich hatte mit 2 Mitarbeitern eigentlich nichts anderes gemacht als nur Krisenmanagement. Und alle anderen rundherum haben Daily Business gemacht. Ich habe mich also ums tägliche Business überhaupt nicht mehr gekümmert, ganz bewusst. Und es ging mir wirklich darum, die Präsentationen perfekt auszuarbeiten wie Steve Jobs. Und wir saßen da nächtelang. Und wenn zum Beispiel irgendein Banker mir als Antwort gesagt hat, ja, warum haben wir das Darlehen nicht bekommen, weil zum Beispiel in Belgrad die Situation zu unsicher ist für uns, dann haben wir einfach Belgrad ganz klein gemacht in der Darstellung und wieder ein anderes Land ganz groß und haben uns so dann irgendwie über diese schwierige Phase hinweg gerettet. Und wie gesagt, ich habe dann einen Partner gefunden, einen Bankpartner, der mir Vertrauen geschenkt hat, wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin. Warum ich dir das aber jetzt erzähle, ist, dass du deinen Nutzen ziehst, dass du einfach die Chance siehst in jeder Krise, auch in der jetzigen, in deiner persönlichen, und dass du niemals aufgibst. Das ist was, wo ich dich wirklich auffordern möchte dazu, wo ich dich ermutigen möchte. Es gibt immer einen Neubeginn, es gibt immer eine alternative Möglichkeit. So, ich fasse nochmal zusammen für dich, wie bin ich mit der Situation umgegangen. Ich habe also zuerst festgestellt, dass etwas in meinem Leben nicht passt. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Das heißt, das Erste war, eine Entscheidung zu treffen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir mehrere Tage freigenommen und habe mich zurückgezogen in ein Hotel damals in der Nähe von Wien, so eine knappe Autostunde an der tschechischen Grenze entfernt, und habe dort einmal für mich in der Ruhe liegt die Kraft, realisiert, wo will ich denn überhaupt hin? Was wäre denn mein ideales Szenario? Wo würde ich denn gerne in 10, 15 Jahren stehen? Übrigens, das ist genau das Leben, das ich damals für mich entschieden habe. Deswegen sage ich immer, es beginnt alles im Leben mit einer Entscheidung. Also, dass ich jetzt hier am Meer bin, das ist kein Zufall. Es hat zwar dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich so voll umgesetzt habe. Ich habe am Anfang auch nur es in kleineren Schritten umgesetzt. Aber auch darum geht es dann in einem anderen Video. Aber grundsätzlich kann ich dir nur sagen, es beginnt immer mit einer Entscheidung. Wenn du mit deinem Leben heute nicht hundertprozentig zufrieden bist, dein Leben von heute ist die Summe der Entscheidungen, die du gestern getroffen hast. Und wenn du heute ein besseres Leben planen willst für die Zukunft, dann musst du heute die richtigen Entscheidungen treffen, damit du in 2, 3 Jahren einfach ganz woanders stehst, als du jetzt stehst. Es beginnt immer mit einer Entscheidung. Das ist das, was ich damit sagen will. Also lerne deinen Entscheidungsmuskel zu stärken. Das ist ganz, ganz wichtig. Lerne rasche Entscheidungen zu treffen. Fang am besten heute Abend im Restaurant, wenn du mit deinem Partner essen gehst, an damit, dass du nicht 3 Stunden brauchst, um die Speisekarte zu studieren, sondern innerhalb von wenigen Sekunden vielleicht diesmal sogar eine Entscheidung triffst. Und ja, falls es in der Pizzeria ist und du probierst immer Pizza Nummer 14, dann sei doch diesmal mal mutig. Nimm Pizza Nummer 16 und bestell vielleicht die Kellnerin gleich dazu. Allerdings nur, wenn du Single bist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen des nächsten Videos. Und hol dir jetzt mein Buch Lebensdrehbuch. Dort geht es nämlich darum, wie du dein Leben neu gestalten und planen kannst. Genau die Dinge, die ich damals in meiner Krise zur Umsetzung benutzt habe, genau die gleichen Fragen, die kriegst du dort gestellt.
hol dir das Buch jetzt und ich freue mich, dich gleich im nächsten Video zu sehen.